also man hat so einen großen Topf, ja. Man legt, also das ist wie Mehl dort, die haben auch natürlich Mehl drauf dort und da machen die erstmal Wasser rein. Und dann legen die auch so das Mehl rein. Und da ist es schon, ja, und da ist und da müssen zwei, da müssen zwei Personen sein, ja. Eine Person ist da am Stehen mit einem Stock und eine Person ist unten und die ist erst am Sitzen und der muss das immer so drehen, damit es zu einem Ball wird. Und der eine, der also steht, stampft also so gesagt auf das, also auf das Mehl drauf, der stampft das rauf und der eine muss das schnell dann so gesagt zum Ball machen. Also er dreht das und dann drückt er da drauf und dann dreht es, also der stampft auch immer ganz sehr da drauf, bis er sagt, ja, es ist ganz fest geworden und das ist auch zum Ball geworden. Und wenn es auch zum Ball geworden ist, dann legt man das in einen Teller rein und dann macht man die Suppe rein und dann auch das Fleisch dazu und dann kann man es auch dann essen. Aber meistens, also meistens essen die es mit Fisch oder mit Rindfleisch. Ja, das war's eigentlich. Also, erstens mit den Händen, aber man kann es auch mit dem Löffel essen. Und eigentlich ist es viel besser, wenn man es mit den Händen isst. Deutsches Essen geht so. Eigentlich nicht. Hallo, ich bin Marvin K. Und ich bin Marvin S. Wir haben heute hier Sachen von zu Hause mitgebracht. Ich habe einen Fanta-Kuchen gebacken. Bei uns, wir machen den immer, wenn wir einfach Lust auf Kuchen haben. Tun wir mal einen Fanta-Kuchen machen. Welche Lebensmittel brauchst du, um einen zu kochen? Eigentlich alles, was in normalen Kuchen reinkommt, außer das Wasser, das wird durch Fanta ersetzt. Was kann man dazu essen? Man kann da zum Beispiel Kaffee oder Cola trinken. Was ist dein Lieblingsessen aus deinem Land? Schnitzel und Pommes. Was kaufst du? Ich habe einen Tee gekocht. Welche Lebensmittel braucht man dazu? Generell nur eine Wurzel. Ist das eine Spezialität aus deinem Land? Ja. Aus welchem Land? Aus Belgien. Was kann man dazu essen? Kuchen. Was ist dein Lieblingsessen aus deinem Land? Muschel. Was ist dein Lieblingsessen aus Deutschland? Klar, etwas anderes. Was ist dein Lieblingsessen aus deinem Land? Biete. Was ist dein Lieblingsessen aus Deutschland? Pommes und Schnitzel. Guten Appetit! Ich steige. Salute! Bon Appetit! Okay, super. Ey, das ist... Wer will?